Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Wochenendfolge. Ihr seht vier Autos, ihr seht hinter diesen Autos türmt sich irgendwie so ein Berg auf und da wollen wir hoch. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich schon kapiert, Hillclimb steht wieder an. Und mit dabei heute sind Aaron, Jantendo und Spatboy. Hallihallo. Hallo. Was geht? Wir haben vor der Folge schon ausgelost die LIs, wo wir die Autos aufgebaut haben. Wir haben auch schon ausgelost, welche Autos anfangen. Ich habe so das Gefühl, ein paar der Autos, die hier stehen, werden ein bisschen langsamer. Aber da wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen und sehen uns dann gleich am Start nach einem kurzen Cut. Es geht los in 3, 2, 1, go. Aha. Motor hinten. Antrieb hinten. Das fast direkt Grip. Das muss ich noch schauen, dass ich ja, durchdrehende Reifen hatte ich auch nicht, aber irgendwie auch keine Leistung. Getriebeübersetzung. Wahrscheinlich liegt es daran, dass meine Karosse auf den Boden schleift oder so. Ja. Kann schon sein. Mein Auto ist ein bisschen höher gelegt, weil eben nachher noch Offroad ansteht, habe ich beide Autos ein bisschen höher gelegt, wie ich heute war. Hab aber. Ich hab den anderen höher gelegt. Ich hab richtig gepokert. Okay, nicht schlecht. Ich vermute mal so ein bisschen, dass alle den Allrad auf den zweiten Eli gelegt haben. Der ist ja dann doch ein bisschen höher, aber. Was ich hab Allrad auf diesen Eli gesetzt. Okay, ja, spannend. Werden wir nachher ein spannendes Rennen erzählen. Aber ja, René, erzähl mal über dein Auto. Ich fahre bei meinem Opa und der hat noch ein SL von früher in der Garage stehen gehabt. Der hat gesagt, mein Junge, ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll. Nimm mal mit. Da habe ich meinen Opa angeguckt, habe gesagt, die Karre ist ja hoch wie ein Bus. Ich muss tiefer. Auch nur keinen anderen Motor ein, hat er gesagt. Dann habe ich mich dran gehalten. Also, tief auf dem Boden. Andere Felgen drauf. Gummi, was nicht da ist, kann nicht brennen. Bordauspuff dran, Luftfilter, ist immer noch der gleiche Motor. Einmal klassisch grau gerollt. Matt. Fand der jetzt auch wieder nicht gut. Aber hat er nichts von gesagt. Ein Auto scheint sich auch wie ein Opa zu fahren. Ne, langsam. Die fahren so langsam, wächst der Vorsprung. Ich habe mein Auto ja auch nicht von Opa geholt, sondern von hier Alpine. Sozusagen die Renaults nehmen und krasser aufbauen, grob. Renault Alpine war sehr verwoben, auch in der Formel 1 zum Beispiel. Das alte Renault-Team wurde jetzt Alpine. Daneben fahre ich hier ein Renault 5 Turbo mit dem Alpine-Design und marschiert vorwärts, hat einen blitzekleinen Leistungsboost auf 170 PS bekommen, was jetzt nicht viel ist, aber gleichzeitig hat er halt auch nicht viel Gewicht, ganz knapp unter 900 Kilo und dann auch noch so eine schöne Gewichtsverteilung mit dem Motor hinten. Das fährt sich schon echt ordentlich und wenn ich vom Gas gehe zum Kurven hin, böllert er dann manchmal auch richtig schön hinten raus. Also das Auto macht Spaß zum Fahren. Ja, er ist halt ein bisschen langsam. Also er könnte echt ein bisschen mehr Leistung gebrauchen, aber die Optik stand im Vordergrund. Geht er denn manchmal auch quer bei dir? Weil meiner manchmal lässt so minimal das Heck raustänzeln. Ja, so ein-, zweimal wollte er mal zeigen, dass er Heckantrieb hat, aber hat dann auch ganz schnell gesehen, okay, ich lasse es, hab keine Leistung dafür, hat er sich gedacht. Außerdem habe ich so breite Schlappen hinten drauf geballert. Ja, das ist ein... Wahrscheinlich kommt er deswegen nicht vom Fleck. Gewicht klebt da an der Straße. Ja, aber so groß ist jetzt der Abstand nicht. Ich habe mir vorgedacht, auf dem Minimap, dass ich dich kaum gesehen habe, aber jetzt das hier, du bist ja doch noch halbwegs dran. Muss ich mich also nochmal ins Zeug legen. Und dann Vorsprung aufbewahren. Echt sehr angenehmes Auto. Oh, jetzt untersteuere ich in der Straße. Habe aber keinen Vorteil dadurch gewonnen. Keine Sorge, muss man keine Untersuchung einleiten gegen mich. Machen wir eh. Videobeweis. Mhm. Und ich war mit allen vier Straßen von der Reife. Ja. Hätte ich mich ganz, ich habe mich jetzt weit nach außen getragen, aber ich habe dann halt abgebremst und wieder auf die Straße zurück.
Oh, ja, ich habe noch keinen Vorteil bekommen. Nee, hey, das hat noch gestreffen. Alles gut. Na gut, aber dann, ich will es jetzt eigentlich sagen, sag mal, nie zu früh sagen, aber ist in dem Fall da entschieden. Eins relativ eindeutig sein. Ah, ich meine, ich sehe dich noch, wenn ich nach hinten schaue. Trotzdem, ich sehe auch die Ziellinie schon. Ja, ja, guck noch mal ein bisschen nach hinten, schmeiß dich mal die Klippe runter. Okay, ich schaue noch jetzt nur nach hinten. Aber nee, warte, es geht ja auch nur noch geradeaus. Ich bin im Ziel. GG, vom Start und ein Stück weggezogen und den Vorsprung einfach halten können. Von dem her würde ich sagen, machen wir jetzt einen kurzen Cut, dass wir richtig in die Drohne gehen können und dann sehen wir die anderen beiden, wer zu mir ins Finale kommt. Wer mit René den Kampf um Platz 3 ausfährt. Sind die beiden Kontrahenten bereit? Ja. Dann geht es los in 3, 2, 1, go! Ein bisschen besserer Start für Aaron. Ja, Nintendo kommt überhaupt nicht aus dem Gas. Was ist da los? Naja, das Tonmonster will ja erstmal bewegt werden. Ja, Nintendo, hast du ein bisschen zu viel Gewicht da vielleicht? Zu wenig Leistung? Oder? Was war das Problem am Start? Ist einfach abgesoffen vom Berg an. 560 PS oder so, also das ist nicht viel. Wie viel? Masse. 560. Was mehr Leistung als ich? Ja, ja, gut, aber das sind auch 2,5 Tonnen oder was wiegt das Ding? Ein Panzer ja, hat auch mehr Leistung als du, Aaron. Ich hab auch 1,6 Tonnen. Ja, aber eine Tonne mehr. Also ganz schön was. Aber nachdem er am Start jetzt wirklich so aussah, als wäre fast abgesoffen, geht es jetzt doch halbwegs gut hinterher. Was hast du denn sonst noch so mit dem Auto gemacht? Ging da noch was viel? Oder war der schon nah am LI dran? Der war so nah am LI dran, dass ich noch nicht mal auf Weckantritt gehen konnte, wenn es so viel LI gemacht hätte. Oh, weil es auch ein bisschen leichter geworden wäre. Ja, oh Gott, oh Gott. Aber mein, schöner Versuch. Vielleicht zu gamble, vielleicht mit dem Allrad. Vielleicht wäre es im Offroad, da ist der Startpunkt auch noch ein bisschen flacher, geht ein bisschen noch eher geradeaus, bevor es dann bergauf geht. Wäre es besser gelaufen. Aber so Aaron, musst du jetzt kämpfen. Aaron hat sogar eine ganz, ganz spezielle Fahrwerksgeometrie. Die muss er unseren Zuschauern vielleicht mal erzählen, warum sein Auto vorne höher ist als hinten. Das ist tatsächlich serienmäßig so. Ich habe an dem Fahrwerk tatsächlich fast gar nichts gemacht. Serie so? Ist das nicht die Meta-Einstellung gewesen von fahrwerksmäßig? Ich habe ich habe einfach nur ein Offroad-Fahrwerk mal reingeworfen. Ja. Ansonsten habe ich da gar nichts dran gemacht. Ich meine, pauschal wäre ja auch alles erlaubt. Ist ja noch nicht mal Forza Aero verboten oder Motorswap hier in dem Format. Ja, gut, war auch so nah im LI. Ich konnte überlegen, jetzt einen Leistungsaufbau draus zu machen oder halt doch noch irgendwie was anderes zu können. Wir es überhaupt erwähnt, wir fahren ein LI von 564. 564. Genau. Da geht ja tatsächlich nicht so viel. Und wenn ich jetzt so von vorne mit der Drohne schaue, Aaron hat immer noch einen ordentlichen Vorsprung, aber er baut ihn ja auf gar keinen Fall jetzt mal mehr auf den Lamborghini. Der rollt da hinten gemütlich hinterher. Ja, ein Lambo ist das ja, ne? Der LM02. No. LM002. Ja. Er sieht eigentlich irgendwie aus wie so ein Hammer, wie so ein reinrassiger Jeep. Ja. Aber ja, es ist ein Lambo. Oh, aber gucke mal, was sehe ich denn hier? Das wird aber nochmal ganz gefährlich für Aaron. Ja, da kommt plötzlich was Großes im Rückspiegel. Und es wird noch größer. Was Großes Rotes kommt. Ein großer roter Stier. Aber bei diesem Lambo muss ich immer an die Folge Top Gear denken, wo ich glaube, Hammond war es, der da durch Südafrika mit dem Ding gefahren ist. Weil das war schon geil. Der ist über andere Autos drüber gefahren, hat das Auto versucht in die Luft zu springen. Also da hat Lambo echt wirklich so einen schönen Panzer gebaut. Der auch viel verbraucht. Der viel, viel verbraucht. Aber es eben auch aushält, wenn nur mal eine Mine unter dem Auto explodiert. Zum Glück haben wir die hier nicht. Wir sind zwar im Vulkan, aber auch ich glaube, der ist nicht mehr so schnell aktiv. Hoffentlich. Also, wobei, ich fände es schon geil. Stell dir mal vor, hier vor ist ein Vulkanausbruch plötzlich. Das wäre doch so was. Wenn Forza Horizon 6 rauskommt, wenn keiner mehr 5 braucht. Genau, ein Vulkanausbruch und dann ist die ganze Map blutend Asche. Aber jetzt hat. Schauen wir mal. Bevor der Vulkan ausbricht, macht hier
Lambo schon richtig Donner und vielleicht macht so ein kleines Erdbeben, weil der ist jetzt richtig flott unterwegs. Gewicht mal in Schwung gebracht, wird es plötzlich dann doch ein bisschen ungemütlich für Aaron. Und da ist dann der erste Angriff und der Lambo ist innen. Aaron, ich will mich jetzt nicht nach außen schieben lassen. Ja, Cutback besucht er. Oh, ja, richtig geiles Battle. Auf geht's, Leute. Schön gemacht, auf jeden Fall schön gemacht von Aaron. Ja, wir nähern uns jetzt auch so langsam an der Zielgeraden, also das haben wir wieder den anderen genug Platz lassen, um auf der Straße zu bleiben. Ja. Ja, ich würde sagen, das passt. Hat er keinen Vorteil bekommen. Das Vorteil wird aber auf einmal dunkel hier, ne? Ja, es wird nochmal Nacht. Ich glaube, das nächste Rennen kommt von Platz 3 fahren wir in der Nacht. Aber so wie es jetzt gerade ausschaut, trotz wirklich schwachem Start so aus, als hätte Lambo sich zurückgekämpft. Das eine letzte Kurve gibt es noch, aber wenn die nicht verkackt ist, tut mir leid, Aaron, hat nicht gereicht. Wir haben heute kein Foto für dich, aber dafür einen Kampf um Platz 3 und den darfst du jetzt gleich antreten. Aber wir sehen uns den nach einem kurzen Cut wieder. Dann dürft ihr starten in 3, 2, 1, go! Eine bessere Reaktion von Aaron. Aber vorher ist Benz schlecht weggekommen und jetzt ist er plötzlich vorne. Was ist da los? Also das Auto jetzt heimlich nochmal ein bisschen höher gelegt oder hat Aaron irgendwie jetzt die Leistung nicht auf den Boden bekommen? Ein bisschen sehr viel Kraft vom V8. Ja, und dann hat sich alles in Rauch aufgelöst. Ah ja. Nee, das darf natürlich nicht sein. Also hast du irgendwie, das Auto liegt wahrscheinlich so tief, weil du so viele Leichen im Kofferraum hast. Hast du davon ein, zwei entsorgt und jetzt ist das Auto zu leicht hinten. Du solltest keinem erzählen, dass ich die verbuddel. Nee, Aaron hat die hinten im Kofferraum, so wie das Auto hinten tief liegt. Ja, hoch. Der Tank ist leer geworden, deswegen. Tank verbraucht, ja klar. Das ist der restliche Sprit, den ich verfahre. Ja, aber wir sehen, Scheinwerfer haben unsere beide. Beide sind noch auf der Strecke und die beiden geht's hoch. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie vorher. Also Start, ein bisschen besser, diesmal von René. Und Aaron mit all der Leistung muss diesmal jetzt. Aber nicht nur einen Vorsprung, hat er nicht einen Vorsprung, den er verwalten darf, sondern muss jetzt wirklich aufholen. Weil man fährt der V8, du hast richtig gute Leistung, weißt du zufällig genau, wie viel Power da drin ist? 440 PS auf 650 Newtonmeter. Ja, da haben wir vorher gehört, das ist ein gutes Stück mehr als der Mercedes, der mit ungefähr knapp unter 280 PS daherkam. Und das ist tatsächlich Serienleistung. Okay. Bei dem LI. Das ist ja schon scheint im ersten Moment schon mächtig, aber irgendwie die alten Amis haben irgendwie alle viel Leistung, aber das reicht halt doch nicht ganz. Weil wir sehen gerade, dass der Vorsprung zum Mercedes ein bisschen wächst. Muss man vielleicht doch auf eine längere Gerade hoffen, weil irgendwas macht René da vorne richtig. Gehen wir mit der Drohne schnell vor. Wie fühlst du dich? Ja. Entspannt. Sein Auto Vorsprung ist doch ganz gut. Auch mein Geheimnis von Opi abgeholt, wie man Mercedes auch richtig schnell fährt. Ja, ich muss speziell was am Tank kippen, hat er gesagt. Ah, okay. Er hat gesagt, deswegen liegt da die Pulle Schluck. Okay. Ich habe gedacht, die ist für Wenn man sich irgendwo hinstellt und die Zeit genießen will, sagt er, wenn du ein Mädchen dabei hast, kannst du die auch benutzen. Aber hauptsächlich gibt man die in den Tank. Okay. Ja, das scheint der richtige Geheimtipp zu sein, weil der Vorsprung ist jetzt schon echt ziemlich groß und hat auch nicht mehr so wirklich klein zu werden. Und jetzt hat man hier schon ein recht schönes, schnelles Stück mit ein paar Kurven drin. Auch das hat auch nicht wirklich umsetzen können, weil leichte Kurven waren doch dabei. In dem Jahr heißt es, weiter, auf geht's, immer weiter Richtung Sieg, immer weiter im Bergbau. Ich sehe es gerade, hast du da Forza hier hinten auf dem Mercedes drauf? Ja. Das ist eine Lippe aus, eieiei. Und das merke ich erst jetzt, wo es dunkel ist und man es eigentlich nicht mehr sieht und im Video ist es wahrscheinlich gar nicht mehr zu sehen. Aber ich meine, scheint jetzt zu funktionieren, also nicht schlecht. Ja. Warten wir nochmal auf Aaron. Das Auto ist zu dunkel, das sieht man langsam wirklich nicht mehr. Dann nehmen wir doch lieber... Auch wenn es eine dunkle Farbe ist, das dunkelgrün von Aaron. Noch ein paar Meter Aarons Auto mit, weil der hat auch zumindest vorne auf dem Motorrad wohl weiße Rennstreifen. Ja, alles ist ja, da habe ich mir gedacht, da hole ich mir mal Inspiration vom Camaro. Ah ja, das
gute Entscheidung. Ist auch ein verdammt schönes Grün. Ich sehe es jetzt so ein bisschen, dass das Licht drüber glänzt. Es Farbe ist auch tatsächlich der selbe Farbton vom... Oder dasselbe Farbton. Okay, ja, da haben sie auf jeden Fall was Cooles eingemacht, die Armee. So, ich bin ja jetzt nicht der größte Armee-Fan. Bitte verurteilt mich nicht, das ist alles Geschmackssache. Dann verstehen, dass das geile Autos sind mit fetten Motoren und allem drum und dran. Trotzdem, ich persönlich fühle es nicht ganz so sehr. Also soundtechnisch und Erlebnis her mega, aber wie man sieht ja fahrtechnisch. Mangelt es ein bisschen. Ja, weil es ist halt sehr viel Leistung auf sehr schlechten Fahrradreifen. Mhm. Ja gut, da haben die modernen Autos schon nochmal gut nachgelegt. Die können ja inzwischen auch wirklich gut. Aber gerade die alten Autos, ja. Ja, das war ja damals viel Auto für wenig Geld. Ja, die waren einfach ein bisschen anders ausgelegt. Also, du hattest eine Armee, du hattest das Benzin günstig, du konntest dir das wirklich erlauben, so einen Spaß. Währenddessen GG an René, der gerade vorher die Ziellinie überschritten hat. Und ich meine, lang hat es ja auch nicht gedauert, also er hat sich jetzt nicht schlecht angestellt. Aber ich glaube, das Wichtige, das kommt jetzt gleich. Das große Finale. Und ich stelle mich hier wie so ein kleines Mädchen vor die beiden und lasse das Handtuch fallen. Und dann geht's los in 3, 2, 1, go! Oh, keinen so sauberen Start gemacht wie vorher. Ein bisschen durch deine Reifen hatte ich, aber gar kein Problem. Mein Auto wiegt keine 2,7 Tonnen, sondern ungefähr 1,9 Tonnen. Nee, 1,8 Tonnen weniger. Will ich ja nicht beunruhigen, ne? Aber dein Vorsprung ist kleiner als Aaron seiner am Anfang. Ich glaube an den Lambo. Nintendo macht das. Fängt naja, auch noch an zu regnen. Ich würde da aufpassen mit Kurven. Das ist wieder noch viel besser sein. Werden wir ja noch erfahren. Das ist ja noch ein bisschen ein Weg nach oben. Ja, aber der Vorsprung auch vom Renault, an. Ich flieg mal nach vorne. Wird größer als kleiner, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Ja, wir auch. Alpine hat hier einen alten Rallye-Wagen genommen und nochmal aufgemotzt. Also natürlich ist das Auto geil. Es fängt gerade an zu regnen. Ich hoffe, dass wir oben sind, bevor es wirklich nass ist, weil ich fahre nur Heckantrieb, mein Konkurrent. Darf ein Allrad sein eigener, ne? Das könnte gerade vielleicht sogar im Regen nochmal einen kleinen Vorteil bringen. Einfach schneller sein als der Regen. Also René, ich setz meine Papiere auf dem Renault. Okay, ja, meine Papiere setze ich nicht. Autos von meinem Opa, das kann ich nicht verwenden. Ach so. Aber ich nehme deine Papiere trotzdem, wenn ich gewinne. Du wolltest keinen Gegeneinsatz haben. Du kannst ja das den Wert. Tut, nee, wenn es dann so ist, nehme ich die vom Lambo. Weil der fehlt mir noch in der Sammlung. Ja, auch. Ja, okay, dann setze ich die Papiere vom Lambo, oder sehe ich nicht meiner. Oh, jetzt ist die Chance nass. Und den Renault gibt es als Bonus obendrauf bei den Bock. Ja. Okay. Renault bisher alles gewonnen. Den braucht ja eh keiner. Aber langsam wird's feucht, wa? Lorenz? Ja, es ist schon komplett nass. Also schade, ich hab Spray. Fährt sich aber trotzdem noch entspannt. Aber schon 16. Kann ich aber immer noch nicht. Ich habe schon 16.000 Driftpunkte in der Driftzone gemacht. Das wird neue persönliche Rekord wahrscheinlich. Ich hatte 90.000 im El Camino. Ah, hier geht auch alles voll durch. Also fährt sich mal hier hoch. Liegen hier hoch. Eigentlich ziemlich entspannt. Fahrt noch. Nächstes Auto fährt. Also jetzt nach der Geraden würde ich tatsächlich echt sagen, das hat der Renault fast, wenn es kein großer Fehler mehr kommt, fast für sicher entschieden. Ja, es kommt jetzt auf die Kurven an, wo es nass wird, ne? Oh, und dann geht gerade die Sonne auf. Oh, ist das ein schöner Sicht hier. Ah, jetzt merkst du, dass es wirklich so ein kleines bisschen rutscht, aber das ist... Selbst wenn er ins Rutschen kommt, musst du nicht sofort gegensteuern, weil... Lass ihn rutschen, angenehm. Lass ihn kommen. Er fährt sich wirklich angenehm. Lorenz, es gibt so ein Sprichwort von einem weißen Mann. Erst zu quer siehst du mehr. Ich würde wahrscheinlich mehr Berg sehen, dabei will ich mehr
Sonne sehen. Ja, dann fährst du quer, dann fährst du quer, dann siehst du auch Sonne. Ah, nee, ich sehe jetzt auch gerade beim Geradeausfahren, sehr schön. Ah, doch, das ist eine gemütliche Fahrt hier bergauf. Ja, was der Herr Lotus mal gesagt hat, ja, weiß ich, naja, tatsächlich, meine jetzt Lotus und nicht Renault, ein Auto, um Spaß zu haben, muss in erster Linie leicht sein und das hilft gerade bergauf. Umso weniger Energie du, umso weniger Masse du da bergauf bringen musst, umso weniger Energie musst du aufwenden und umso gemütlicher fährt sich das Ganze. Ja, da unten sehen wir jetzt beide mal im Bild, auch nur ganz kurz. Das ist ja da total widersprüchlich zu Audi da, von damals. Ja, also mit Quattro. Wir fahren hier auch gerade nicht im Dirt und auch Audi wurde mit seinem Quattro wurde ja von Lancia noch besiegt mit dem 037 mit RWE. Können wir das nochmal beide ins Bild zu kriegen hier? Ne, ich glaub's nicht. Nee. Und ja. Da ist es auch vorbei. Lorenz ist durch. Durch. Sieg für mich, ich hab ein Lambo gewonnen. Ja, tut mir leid, der Antenne muss jetzt leider abgeben. Fahrt aber gleich den Berg runter. Kannst dich aber auch drauf berufen, dass du nicht ja gesagt hast. Nix zählt. Das schneiden wir einfach so zurecht. Die Antenne kann, wie war bei euch heute schlechtes Wetter? Man kann sagen, herzliches Eigentlich Glückwunsch. Nicht. Okay, war bei euch heute gutes Wetter, Jantendo? Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet, und bevor wir weiter rumquatschen, machen wir den Kampf. Wir sehen uns in Runde 2. Die beiden Autos sind aus dem Pause-Menü raus. Sind die beiden Fahrer denn auch bereit? Bereit. Ja. Dann dürfen sie starten in 3, 2, 1, go! Ein deutlich besserer Start für den Ferrari und der Ferrari hängt ein bisschen hinterher. Natürlich konnte ich mir nicht entgehen lassen. Hier fährt ein Ferrari, LaFerrari gegen ein Ferrari 488 Challenge Stradale. Vienti quasi, was weiß ich, René. Bitte. Ja, ist schon richtig. Was genau, erste? 488. Aber der sah nicht nach einem ganz normalen 488 aus, da ist ein bisschen was passiert mit dem Auto. So wie du weggegangen bist, setz dich auf ein Allrad. Stop. Ja, natürlich ist der auf Allrad. Hat so ein bisschen Leistung dazu bekommen. Hat einen V12 Hybridmotor bekommen. Und hat viel Leistung. Hat 1285 PS. Okay. Und der LaFerrari, dem ich gerade noch mit der Kamera folge? Der hat 1294. Oh, also kleiner Leistung. Auf wie viel Gewicht? Ferrari. Auf 1,366 Tonnen. Ich habe 1345 Kilo, also... Ist ein minimalen Hauch besseres Leistungsgewicht, dürfte es für einen LaFerrari ergeben. Ihr könnt es ja gerne ausrechnen und dann in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, so wie es ausschaut, hatte LaFerrari ein Problem. Nämlich den Lambo, den Nintendo vorher gefahren ist. Im Lambo war ein Allrad drinnen, den er nicht ausbauen konnte, wie er erzählt hat, weil das den LI schon zu sehr nach oben gebracht hätte. Und jetzt hat der Ferrari entsprechend nur einen Heckantrieb. Gar nicht gut, dass so wie es ausschaut. Ich würde sagen, du handelst das eigentlich ganz gut dafür, dass, wenn man bedenkt, hier waren es 1000 irgendwas PS aufgehört. Auto, das garantiert nicht hier aufgehört. Aber. Ich war sogar noch im Berlin, ob ich Vollslicks aufbaue. Ja, ein Gamble wäre es gewesen. Vollslicks. Aber ja, hast du nicht gemacht, vielleicht ganz gut so. Dann hingegen, welche Reifen hast du denn verbaut? Slicks. Vollslicks. Ja, wird das ja spannend, wirklich. Ui. Nee, gar nicht, Semislicks. Riesenhoher Sprung. Ah, oh, der ist total der Sprung. Und dieses Auto von René. Im Studi-Design. Das wird nicht das letzte Studi-Design heute hier bleiben. Kämpft sich da sehr, sehr entspannt, mehr oder weniger schon Richtung Sieg. Bergauf, auch noch ein bisschen bekommen. Ja.
Ach, das war euer Randy. Also das war jetzt hier echt stark. Bahn kaputt machen ist nicht gut. Also das gibt mindestens eine 5 Sekunden Strafe am Schluss. Hab ich jetzt einfach beschlossen, einfach weiterfahren. Das wird am Schluss drauf gerechnet. Weil dann also können wir noch ein bisschen Spannung erzeugen. Der nächste Zahn kaputt, 10 Sekunden Strafe. Kein Spaß hier, kein Vorteil bekommen. Bleibt bei 5 Sekunden, die wir am Schluss draufstellen. Aber aktuell, so wie es der Arsch war vom... Will das nichts ausmachen. App. Dürftest du rausreichen. Der Allrad, der große Heckflügel, das macht sich alles hier bewährt. Da geht's. Nochmal durch eine Schikane und wieder geht ein Zaun kaputt und wieder kein Vorteil, würde ich sagen. Ich kann es aber auch verstehen, mit den Autos, mit dem Ellie hier auf dem Dreck gefahren, ist eine Aufgabe. Und die macht René dann wirklich gut im Allrad. Und Nintendo auch mit Merkantrieb. Das ist klar, da kämpfst du deutlich mehr gegen wirklich hier gegen das Auto. Dann geht's auf die letzte Gerade. Hier darfst du halt nicht zu schnell fahren, nicht nach links bergab runterfallen. Du musst das auf der Straße halten. Auch die letzte Kurve sollte man nicht verkacken, aber das schaut wirklich schon mal ganz gut aus für René. Der sich. Ich muss aufpassen. Der sich mehr oder weniger eigentlich schon das Ticket zum Finale sichern könnte. Das war der Stein. Und nochmal Stein. Reflekt es sich. Darf er nicht stecken bleiben? Das sich auf. Ah, nee, doch nicht. Ja, René. Jetzt könnten die 5 Sekunden plötzlich doch nochmal was ausmachen. René fährt hier gerade ins Ziel und ist verschwunden. Wir zählen 21, 22, 23, 24, 25 und aus und vorbei, Nintendo. Es tut mir leid. Wären eigentlich 10 Sekunden gewesen. Du bist jetzt absolut tot. Ich würde sagen, von hier aus bis zum Ziel dauert es noch ein bisschen länger. Wir schalten später wieder zu Nintendo zurück und schauen uns währenddessen den Kampf um den im zweiten Halbfinale an. Und da sind wir mit den beiden nächsten Kontrahenten. Nur 24 Stunden Racer gegen Aaron. Seid ihr bereit? Wollt ihr ein Rennen fahren? Ja. Nee. Okay. Hast du Pech gehabt? Wird trotzdem gemacht. Geht ja, los in 3, 2, 1, go! Ha, siehst du, gibt er doch Gas. Eigentlich wollte er nicht, hat er gesagt. Ja, was haben wir denn hier zu zwei Autos? Ich sehe hier einmal ein Elektroauto, Lorenz. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Das ist bei Hülkleim bei mir ja schon mehr oder weniger Standard. Ich mag mein Heck eigentlich, Aaron, du brauchst ihm keine Schönheit so viel. Ja, ich bin irgendwie noch nicht so ein Fan davon. Uiuiui. Ja, also, was hast du da, Lorenz? Einen Cupra. Und zwar ein Elektroauto. Also halt irgendein Cupra. Gibt es zu viel inzwischen. Ist das vielleicht der neue Unravel? Ja, genau. Bestimmt schon wieder neu falsch ausgesprochen. Ja, was hast du da, Aaron? Eigentlich Dodge Viper. Ich habe mir gedacht, heute bleibe ich den Amis treu. Denken wir beide Allrad wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Wie sieht's da an der Leistungs... bei der Leistung aus? 1151 PS. Gewicht? Mit 1300 Kilo. Und bei dir, Lorenz? Verrate ich euch im Finale. Warte, die Leistung kann ich hier anschauen. Nee, kann ich nicht, weil ich nicht Vollgas geben kann. Doch, auch über 1000 PS, ganz knapp nur. Aber halt, ja. Gewicht? Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Wird nicht so viel sein. Auch wenn es ein Elektro ist, ist ja doch irgendwann Sportwagen, wird auf jeden Fall leichter sein als ein Primats Concept 2. Wie wir da mal drauf kommen. Auch ein elektrischer Hypersportwagen. Ja, das ist jetzt eine Zeitblase. Vielleicht habt ihr das gesehen, vielleicht nicht. Obwohl ich eher auf ihr habt's gesehen tippen würde. Ja, ihr hättet es zumindest sehen sollen. Ihr könnt ja gerne mal auf den Channel gehen und die Videos durchklicken. Wenn ihr was findet, was da passt, werdet ihr es kapieren. Und wenn nicht, haben wir einfach nur Zeitblasen schon mal und verzählt und ihr könnt es ignorieren. Danke trotzdem fürs Video durchschauen. Aha. Die Werbung wird perfektioniert. Und Sprung. Alter, das ist so heftig. Ey, zum Glück habe ich ein Offroad-Bauwerk reingebaut. Das ist dort gut wieder wie. Der Aaron landet nicht so gut. Aber das sieht nach einem guten Vorsprung auf jeden Fall für Lorenz aus. Ja, noch aktuell. Nicht so viel und so schnell wie die Autos sind.
fühle ich mich noch nicht sicher. Ja. Ja, dann musst du halt nochmal mit deinem Zufallsgenerator sprechen wegen der Leistungsklasse. Oh ja. Beschwerden sind da an den zu richten. Ja, der wählt immer irgendwas zwischen 500 und 999 aus. Ja, und manchmal sind es halt irgendwie zwei Autos, die in der Mitte der Klasse hängen, und manchmal, eben wie heute, haben wir ein sehr schwaches und ein sehr hohes Auto. Kann auch sein, dass wir mal zwei richtig hohe oder zwei richtig langsame bekommen, aber heute ist es halt diese Kombination. Jetzt habe ich ein Haar im Auge. Au. Und fast runtergefallen. Ach, da war noch genug Platz. Alter, jetzt komme ich hier fast mit der Drohne dem Lorenz nicht hinterher. Du weißt, dass hier Geschwindigkeitsbegrenzung 120 ist. Oh ne, weiß ich nicht. Und das gibt Zeitstrafe. Das gibt Zeitstrafe, wenn du zu schnell gefahren bist. Nein, gibt's nicht. Alter, muss man sich konzentrieren. Mit dem Auto. Doch, das muss gehen, weil ich würde lieber gegen Aaron fahren. Warum? Wie gesagt, ich habe gecallt, das Gewicht gibt's im Finale. Hätte er sich hier fast umgebracht. Alter, ist ein. Das ist eine Erfahrung, mit dem Auto hier bergauf zu fahren. Oh, was macht Aaron da? Aaron will die Steine kennenlernen da, oder was? Ja, ja. Na, von dem her, Titi, Aaron, aber du bist wieder in den Kampf um Platz 3 verbannt. Und den sehen wir jetzt gleich. Und jetzt geht's eben um Platz 3. Die Kontrahenten stehen schon bereit. Jan Tendo im Ferrari, La Ferrari gegen Aaron in der Dodge Viper mit Fatmat Heckflügel. Sind die beiden Kontrahenten bereit? Mhm. Ja. Dann geht es los in 3, 2, 1, go! Aaron hat überhaupt gar keinen Bock zu rennen zu fahren, hat er gesagt. Und will den Ferrari richtig blamieren, indem er ihm einen kleinen Vorsprung gibt und dann halt doch ganz, ganz schnell wieder aufzieht. Also wir sehen hier einfach, hier auf dem Dirt hast du mit Allrad nicht nur einen kleinen, du hast einen ganz schön gigantischen, riesengroßen, brutalsten Vorteil. Einfach wenn vier Reifen angetrieben werden und das Auto sozusagen auch nach vorne ziehen, dann ist das in der Klasse mit den Autos wirklich ein Vorteil, der ja wichtig ist. Und von dem her hat er jetzt die Führung übernommen und jetzt geht's vorwärts. Und wenn er jetzt nicht komplett schrecklich anstellt und irgendwie komplett den Berg runterfliegt, der ist auch recht entspannt zum Sieg reichen. Sorry, Nintendo, aber ja, ouch. Also, ja, ich hab gerade gesagt, ja, nicht blöd anstellen. Auch im Offroad gelandet. Ja, denn ich hätte Aaron da holen können. Aber so. Nintendo, du musst da nicht hinterherfahren, wo Aaron hinfährt. Ja, ich wollte eigentlich nur die Spannung hochhalten, deswegen. Ja. Nein, das ist. Ja, wie gesagt, also, was gelost wird, manchmal hat man halt hier eine Fehleinschätzung. Manchmal gambelt man setzt aufs falsche Pferd, vergambelt sich so ein bisschen. Aber ich habe aber auch drüber nachgedacht, den Allrad ins andere zu bauen, aber der ja, gibt auch da so viel LI. Also minimal nachgedacht, dort habe ich mir gedacht, der Renault funktioniert sicher auch so mit dem Motor hin. Und also, ja, nachdenken tut man natürlich, aber dafür dann überhaupt mal die Eier zu haben, um das dann wirklich durchzuziehen, hat er nur eine. Natürlich, heute war falsche Entscheidung, aber an anderen Tagen geht das anders aus. Von dem her, nicht was sagen, einfach weitermachen, das Beste jetzt noch rausholen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ja, Lambo. Ich meine, Nintendo ist immerhin ins Finale gekommen, ne? Ins Finale um Platz 3. Hier. Und nee, ich meine vorher. Auf der anderen Strecke mit dem Lambo. Strecke, ja, ja. Also so klar. Verkehrt war die Wahl jetzt nicht, ne? Also. Nee, es gibt Leute, die haben. Wobei, es war je am Finale. Nee, warte, Aaron war nicht im Finale, scheiße. Nee. Oh, Jan Hände, du warst besser als Aaron. Yeah! Hurra! Freude! Yes, Fire Donuts! Ei, und noch jetzt ein Donut zum Feiern. Macht. Ja, der braucht noch ein bisschen, bis er wieder die richtige Richtung gefunden hat. Hat ein paar Donuts nachgezogen. Hat sich gerade ein bisschen gedreht. Hat sich gefreut, dass er. Da ist er. Er hat sich gefreut, dass er vorher wenigstens einmal ins Finale gekommen ist. Und, ich meine, noch ist das Rennen nicht vorbei. Nee. Bam, das
Schöner Sprung, schöner Sprung. Der ist schon so das Highlight. Ein bisschen auf der Strecke. Jetzt habe ich eine richtige Entscheidung getroffen und das Auto in der Tiefe gelegt. Ja. Ich meine, wenn schon, dann geht man aufs Volle, oder wenn man solche Entscheidungen trifft. Ich würde sagen, Respekt auf jeden Fall, dass du die Eier hattest, das überhaupt mit dem Risiko, dass du so ein Auto auf der Strecke fährst, durchzuziehen. Aber, mal schauen, wie es dann das nächste Mal läuft. Ich meine, er hört sich gut an, Ferrari. Und es schaut auch spannend aus. Diesmal hast du dich nicht auf selbst umgebracht. Das ist schon mal eine Verbesserung zur letzten Runde, wobei ein paar Meter haben wir wieder. Noch, immer noch. Ja, da bin ich an der Stelle runtergeflogen. Ja, da bist du hier gelandet wieder, oder? Ja. Dann geht's hier weiter auf die letzte Anhalte zu und da scheint irgendwas mit Aaron zu sein. Wir sehen ihn noch nicht, aber vielleicht wartet er nur, um die Demütigung zu vollenden. Vielleicht hat sich auch gedacht, die solche Eier wie Nintendo hat. Das gehört belohnt und er will ihm den Sieg schenken, aber nein, er fährt weiter. Aaron holt sich da sicher seinen dritten Platz ab und Nintendo kämpft sich hier wirklich um die letzte Kurve und tut alles, was in seiner Macht steht. Das ist dann auch so ein Rennen, wo man froh ist, wenn es vorbei ist, ne? Ja. Ja. Ein bisschen Steine zur Seite schieben und dann. Geht's hier, ja, mit Umblitzer, noch ein paar Rechtskurven und dann geht's auch ins Ziel und dann. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt und ihr seid immer noch gehypt aufs Finale, das jetzt ansteht. Let's go! Hilfe. Es geht los in 3, 2, 1, go! Und da sieht man die Elektroneistung. Team VAG geht in Führung mit dem Cupra. Okay. Da sind sie leider weg bei mir. Ich sehe jetzt gerade leider nichts. Ich auch nicht. Ich komme gleich wieder. Oh, der Erschein reicht aber. Das wird grob einschätzen, wo ihr rauskommen könntet. Ich fahre. Einmal ein Hatchback und der zweite ist halt brutal. Ich habe wieder nicht geschaut, wie viel er Gewicht hat. Also sehr Alter, musst du jetzt stehen bleiben und nachschauen? Nein, ja. Okay, 1,2 Tonnen sowas wäre meine Schätzung. Kann ich machen, wenn ich oben stehe und auf Kanier warte. Okay. Die ist sicher erstmal hier die Sprüche raushauen, dabei ist René noch. Komplett hinter mir. Und gerade bei Hillclimb wäre es nicht das erste Mal, dass René mich besiegt. Soll schon mal vorgekommen sein. Die Folge wurde natürlich bei mir aus der Erinnerung verbannt. René darf es jetzt oben blinken, wenn er will. Ging da an mir vorbei und verkackt die Kurve. Kann nicht auf der Straße bleiben. Ja, du darfst nicht zu langsam machen, weil klar, aber du darfst doch nicht zu schnell machen. Das ist hier wirklich eine Drahtwanderung. Mit den Autos. So. Das sieht sehr schlecht aus für die Italiener gerade. Sehr schlecht. Der erste Runde muss man tatsächlich den Spaniern einmal was lassen. Die können doch noch irgendwie Autos bauen. Vielleicht für Autos, von denen gehört ja auf die Zukunft und so. Was denn das her? Ist schon wieder Zeitblasenbums oder was? Ja, ganz kräftige. Uiuiui. Aber Sprung. Braucht noch viel Anschwung. Alter, der Sprung ist geil. Ja, aber ich glaube. Schau mal noch ein bisschen auf Ferrari. Echt? Nicht ganz so viel Leistung, aber die reicht vollkommen außen mit den Elektromotoren. Oh, das gibt wieder eine Zeitstrafe, René. Das gibt wieder eine Zeitstrafe. Und wieso mache ich eigentlich hier langsam, wenn du so durchgreifst?
Es hat doch die Italiener irgendwie es vorbeigeschafft. Ja, wenn man Kurven cuttet. Ich glaube, die wollen sich doch irgendwie... Ja, das gibt eine kleine Zeitstrafe auf jeden Fall. Ja, 5 Sekunden wieder. Na, so groß war der Vorteil jetzt noch nicht. Nö, du bist doch vor Ausschuss da. Beim ersten Mal hast du durchgeheizt. Hallo. Ich glaube, da wollen sich die Italiener doch noch für die spanische Grippe von damals rächen. Und sie sind wieder weg. Oh, muss ich runter? Ach, jemand plötzlich vor mir war's. Alter, was denn? Intenses Finale. Das hat sich sehr spannend angehört. Das war ich nur in den Bergen, ich aber das fliegen. Aber sie tatsächlich, wird jetzt nichts. Grobes mehr von Lorenz kommt. Bei Lorenz. Ja, da wollte René zu viel. Ja, das meinte ich vorhin. Ich darf nicht. Wieso meint sie denn so? Mit Verschluss so nach links. Dann würde ich tatsächlich. Aber jetzt hat gereicht. Ja, das ist René. Eine klare aber Sache für die Spanier. Die Italiener haben sich zwar gut geschlagen, aber die Spanier waren doch irgendwie besser. Und die letzte Kurve habe ich in einem schönen Duft genommen. Mit dieser. Erbenenttäuschung. Erbenenttäuschung. Gehen wir zurück in die andere Folge, die auch immer jetzt gleich am Endbildschirm aufploppen wird. Schaut da gerne rein und sonst wünsche ich ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ahoi. Tschüss.